Jo Leute, was geht's? Ich bin wieder der Devil Love. Thanks, willkommen zu einer weiteren Runde Virtual Gutes Match Replay. Ja, gestern kam leider kein TX am Start, weil ich wollte eigentlich ein bisschen suchten am Wochenende. Und das habe ich auch gestern getan mit Kollegen. Und hat sich ein bisschen gelohnt, ein bisschen nicht. Also es hat schon auf jeden Fall Spaß gemacht. Nach langer Zeit mal wieder mit einem Zug, wie jetzt gerade auch hier im Replay zu dritt, haben wir zerlegt. Ein paar Gegner und ja. In diesem Match, ihr seht hier Super Pershing am Start, standardgemäß, und natürlich sind wir nicht ein Super Pershing, sondern gleich drei und sind wieder dieselben Leute wie davor, also wie auch im letzten Replay. Das war, glaube ich, alles in einer Session gemacht, also in einem Lauf war das. Und ja, ich fand das halt ziemlich gut, weil klar, ich suche Replays raus, wo ich auch natürlich die geilste Erfahrung rausbekomme, aber es geht darum, dass man halt einfach mit dem mit Zug oder alleine einfach viel zu reißen kann. Das heißt, du zerlegst den Gegner, ohne dass du das halt, ohne das Problem entstehen sozusagen. Und ja, wir beginnen erstmal mit dem wundervollen ersten Gegner, das ist die Scout. Der hat sich natürlich schon mal verzogen und schaut das an. Ich sehe den Bulldog, kämpft da gerade gegen einen, hat jetzt gerade verkackt, hat Amora kassiert. Beziehungsweise das nicht verkackt, sondern hat Pech gehabt sozusagen, weil er wusste nicht, dass auf ihn rausfahren, Leute. Ja, dann schieße ich lieber auf den Panther 2 wieder. Beziehungsweise, ja doch, das ist der Panther 2. Ich will ihn jetzt noch töten, schaffe ich das, zack, und geschafft. Wunderbar, also den ersten 1,5 Minuten habe ich schon den ersten Gegner getötet. War sehr zufrieden. Nebenbei gucke ich auf die Minimap. Es sieht ganz gut aus, also ganz links sind natürlich ein haufenweise an Gegnern, aber da wir jetzt zu dritt im Zug sind, können die zu zweit und noch ein paar andere Leute von uns da, denke ich mal, einiges reißen. Ich gucke mich noch um, sicherheitshalber, falls da noch wer kommt. Aha, ich sehe, da fährt der Medium-Panzer. Einfach draufgeschossen vor ihm und das war der Cromwell B, der ist sofort down gegangen, ich wurde gespottet. Ich warte, vielleicht kommt da noch jemand raus, aber das war hinter den Trümmern und ja, habe ihn halt nicht getroffen. Genau, wir spielen natürlich auf Stalingrad, wie ihr schon längst gemerkt habt. Ehrlich gesagt, wäre die Map Stalingrad viel mehr zerstört gewesen, wenn ihr das nicht wüsstet, weil die Map wäre eigentlich unspielbar. Die wäre halt einfach so kaputt, dass da nicht mal Häuser stehen würden, weil das wäre praktisch das Hauptschlachtfeld, wo die Deutschen halt eindringen wollten und wo die Russen sie halt zurückgeschlagen haben. Und da war eigentlich gar kein Gebäude übrig, aber die Entwickler haben das halt so gemacht, dass halt das Gebäude da sein müssen, weil sonst kann man ja nicht richtig spielen, wisst ihr, das wäre offenes Feld und Artillerie hat halt einfach keinen, ja halt einfach Spaß zu töten, sozusagen. Und ja, deswegen kurz mal so zu Stalingrad-Info. Ja, ich greife den IS-3 an. Auf jeden Fall wurde hier schon ein bisschen aufgeräumt. Ich sehe schon, die Gegner sind praktisch One-Shot. Der T-32 ist noch da. Ich gucke, was der IS-3 machen will. Er schaut natürlich auf mich. Wird gleich wahrscheinlich sterben. Ich fahre raus, er trifft mich. Ich, seht ihr, mache nicht mal Auto-Aim, sondern ich fahre einfach raus. Ich mache ihn wie immer weniger mit Auto-Aim schießen. Ihr seht, nicht Auto-Aim, sondern mit Scharfschützenvisier schießen. Ich schieße immer so, wie ich es gerne will. Irgendwie so einfach aus der Hüfte sozusagen. Jetzt ziele ich gerade, kassiere gerade vom IS in die Seite. Das hat mich ein bisschen überrascht, aber ich so, na gut, dann ist es halt so. Ich repariere meine Kette nicht, weil schließlich repariert sie sich schnell genug. Und der T-32 ist flöten gegangen. Auf jeden Fall war das ganz gut. Ich merke gerade, ich habe schon 3 Kills. Der IS kommt bei mir so oder so nicht durch, weil ich habe einfach zu gute Panzerung. Und ihr müsst euch vorstellen, der Super Pershing kriegt seine alte Panzerung wieder. Das heißt, 9er und 10er werden Probleme haben, bei ihm durchzukommen. Zwar, klar, wird er leichter, wird schon durchkommbar sein, aber er wird schwer zu durchdringen sein. Also 8er werden auf jeden Fall Probleme haben, frontal. Und 9er erst recht auch Probleme, sag ich mal. 9er, Medium-Panzer und Heavys werden schon ihre Probleme haben. Aber 10er, ja, die werden ihre Probleme haben, aber die werden da locker durchkommen. Ja, ich staube hier gerade ein paar Kills ab, irgendwie so voll unfair, aber ich versuche gerade meinen Kollegen zu helfen, weil ich sehe, der Kollege interessiert sich für meinen Kollegen und ich so, ja okay, da müssen wir was machen. Wir sind ja ziemlich halb voll, der Kollege zieht sich wieder zurück, ihr seht schon, er will ihn töten, nur ihn will er töten und ich so, nee, nee, das kannst du dir knicken. Ich block ihn, aber doch, glücklicherweise konnte er noch entfliehen. Jetzt denkt er, der kann ihn töten und er wird angezündet, ich schieße in seinen Seitenturm, der hat einen so guten Turm, dieser 110er, ich habe keine Ahnung, wie man bei dem überhaupt noch was anstellen kann, also echt Luck gehabt, der Kerl. Ich habe jetzt 5 Kills. Ich so, ja komm, mein 6. Kill wäre jetzt nicht schlecht. Ich fahre auf den IMX raus, gebe ihm einen Schuss. Wir haben hier zwei One-Shots jetzt. Genau, jetzt sind es 2 One-Shots geworden. Ich gebe natürlich den ersten. Das war schon mal locker der 6. Kill. Fahre natürlich auf den
VK raus, der ja eh Stock mit der Gun ist. Ich ramme ihn einfach anstatt ihn einfach zu, ja, damagen mit meinem Geschütz, also spare Munition sozusagen. Kassiere gerade vom Tiger P, denke ich mir, na gut, ich war eh seitlich, kann nichts dagegen machen. Wir haben insgesamt 9 Kills soweit, ich denke mir, das ist schon mal über die Hälfte des Teams, haben wir genatzt. Klar, ich habe jetzt 7 Kills gemacht, aber es ist Teamplay gewesen, auf jeden Fall war das wichtig. Ich dachte, ich könnte jetzt den 8. Kill rausholen, aber ja, sagt mir das Spiel, nope. Ich darf halt nicht. Ich dachte, weil ich schon, er ist ein bisschen so schräg gewesen, wo der ES bei mir durchgekommen ist, dachte ich mir, ich komme genauso durch beim Kollegen Tiger P, aber hat halt wohl nicht geklappt. So, ich gehe natürlich zum Su-152 und versuche da vielleicht was zu schaffen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Kollege mit seinen 7 HP den Kollegen da locker töten wird, weil ist nicht wirklich schwer. Ich glaube, er hat ihn einfach in die Tangen genommen und das war's. Und zack, er hat ihn getötet. 4 plus 7 ist gleich 11. Wir haben 11 Kills gemacht. Das fand ich ehrlich gesagt ziemlich geil. Also in einem Zug 11 Kills zu machen. Der größte Traum wäre ja, 15 Kills zu machen im ganzen Zug. Das heißt, jeder macht 5 und alle sind happy, ne? Aber irgendwann, vielleicht wird es möglich sein. Und wie gesagt, der Super Pershing, einfach ein legendärer Panzer. Ich bin so happy, dass ich den niemals erspielt habe, also dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte, ihn zu erspielen, weil die meisten haben sich gekauft für Geld und ich habe die Möglichkeit, ihn zu erspielen, weil ich hasse Gold über alles, wie ihr wisst, und meide das auch eigentlich. Ihr seht, ich habe jetzt auf meiner Garage 300 irgendwas Gold, aber das spare ich für, wenn Rabatte kommen, dann kaufe ich mir 2 Garagen, weil wenn ich mir jetzt eine kaufe, wäre das ein bisschen, ja, dumm durchdacht, aber jetzt hole ich mir lieber 2 Garagen mehr, dann kann ich mir auch mehr Panzer leveln, weil ich kaufe mir keine Garagen, also ich würde es so auch nicht machen, nur halt, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Habe ich auch noch nie gemacht, eine Garage so freiwillig gekauft, so mit Geld habe ich noch nicht gemacht, also ich lüge euch da nicht an, sondern das war einfach alles mit geschenkten Panzern, mit erspielten Panzern wieder verkauft und dies und das, und es war schon Ewigkeit her. Ich meine, ich spiele schon das Spiel 3 Jahre und ja, es ist halt schon einiges passiert, ne, und ja, genug von meinem Gelaber. Heute wird auf jeden Fall ein 10er-Match kommen, weil das ist das letzte Match, bis ich wieder da bin, denn ich fahre wieder weg für 4 Tage und am Freitag bin ich denn dann wieder da. Ich hoffe, es wird alles laufen, wie ich es gerne hätte, also Aufnahme, dies, das, und wir können dann ein schönes Let's Play machen. Nein, wir machen dann Let's Play und ich habe so das Gefühl, das Let's Play ist für manche von euch echt langweilig geworden, weil die Panzer wiederholen sich, das ist aber, denke ich mal, gehört halt dazu, weil ich kann ja nicht ständig neue Panzer nehmen zum Leveln, das geht ja nicht. Man muss mit den Panzern leveln, die man hat. Klar, es läuft immer gut oder schlecht, aber naja, muss man halt irgendwie da durchkriegen, aber wir reden, denke ich mal, heute wieder bei Let's Play WTTX Matches wieder und ihr seht wie immer die Ergebnisse. Ciao.